Im Bergdorf Aldein schmücken zahlreiche Wegkreuze die langen Spazierwege. Die Machterlen, wie diese kleinen Gedenkplätze genannt werden, erinnern an eine traurige Vergangenheit. Bis zum Jahr 1960 führte keine Straße in das abgelegene Dorf am Regelberg. So mussten die Aldeiner steile Wege zurücklegen, um ins Unterland zu gelangen. Dabei verloren auf tragische Weise Menschen in den Aldeiner Schluchten ihr Leben. Trauriges Kapitel der Aldeiner Geschichte soll nicht verblassen. Immer wieder machen sich Menschen auf den Weg, um der tragischen Unglücke der Vergangenheit zu gedenken. Aus Überlieferungen kennen sie die Schicksale der verunglückten Wandersleute. Dass auf diesen Wegen immer wieder Menschen abstürzten, können sich die Einheimischen heute leicht erklären. Es ist einfach aus der landschaftlichen Lage da, es ist sehr steil. Der Weg ist verhältnismäßig schmal, ungesichert und auf der Bachseite fällt er ganz steil ab. Und deswegen ist es in der Nacht oder auch im Winter richtig gefährlich. Speziell wenn Eis liegt, kann man sich vorstellen, wenn sie mit dem Fuhrwerk unterwegs gewesen sein. Gott wog mir alles dar, was er mir geben wollte. Er schrieb mit eigener Hand, wie lang ich leben sollte. Da sind wir jetzt beim Eimerkreuz. Da ist, das ist das sogenannte vom Hof, nach dem Hof benannt. Und da ist vor langer Zeit, man weiß nicht wenn, das wäre erst zu erforschen, ist einmal der Bauer Frungig, der ist mit dem, im Winter mit dem Fuhrwerk gefahren da und ist da über der Lahn eingerutscht und halt dort gewesen. In Neumarkt holt Sigurd das Brot und hier ereilte sie der Tod. Ein Erdrutsch hat in dunkler Nacht Nandls Lebenszeit das End gebracht. Und das erinnert an eine gewisse Mühlennandl. Und der hat den Auftrag gehabt, regelmäßig im Kapuzinerkloster in Neumarkt die Hostien zu holen und nach Aldein zu bringen. Und sie muss einmal in der Nacht, spät nachts, Auer sein, ist da vorbeigekommen. Und wenn sie das Gelände gesehen haben, da ist ein Erdrutsch gewesen, hat die gute Nandl mitgerissen und ist halt gestorben. Blumen sollen an die fleißige Magd erinnern. Gedanken sollen Verdrängtes wieder wachrufen. Ja, ganz gleich ist es auch nicht. Es macht den Orden wieder betroffen. Wenn es ja leider so auf Luft ist, dass man sich ein bisschen drum gewöhnt. Aber nein, es betrifft den Orden wieder, ja. Weiter geht der Weg Richtung Totenrast. So unheimlich wie der Name ist auch die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Früher hat man es auch Hochkreuz geheißen, beim Hochkreuz. Da ist früher ein ganz großes Kreuz gestanden und das ist umgefallen, und zwar deswegen, weil dort drunter soll ein Schatz vergraben gewesen sein, ein Riesenschatz an Gold und Silber, und ein Alteinerbauer hat ihn ausgraben in der Nacht. Dann hat ihn aber der Mut verlassen, er ist durch, das Kreuz ist umgefallen, das hat man nicht mehr aufgestellt danach, sondern hat den Bildstock da errichtet. Unter dem Schutz der Jungfrau Maria ruhen sie nun, der habgierige Aldeiner, die fromme Mühlnandl und der Ebnerbauer. Die Bildstöcklein und Marterlen erinnern immer wieder, wie schnell ein Leben zu Ende geht. Wanderer, wenn du hier verweilst, falte still die Hände. Denke, eh du weitereilst, einmal an dein Ende. Ja, und das Wetter spielt bei solchen tragischen Unfällen oft auch eine wesentliche Rolle.